wir haben jetzt einen Trump, der zum Beispiel selbst sich auch offen hinstellt und sagt, dass das System gerickt ist und sowas. Das wäre ja, bei uns wäre das ja komplett undenkbar in jeder Hinsicht. Und dann haben wir noch mittlerweile ja bei den Republikanern ein deutlich sehr, 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 sehr starkes Anti-Woke-Lager. Wir haben einen DeSantis, der jetzt so ein, ja, der ist schon auch gut dabei. Wir haben einen Trump, der natürlich eine Ikone ist. Und wir haben einen Vivek, der ja richtig reinhaut, den ich sehr, sehr geil finde. Und die sind ja sehr, sehr stark gegen die Wokeness. Und einen Vivek, der ja seine Finanzierung größtenteils durch sein eigenes Geld macht. Der hat mehrere Millionen seines eigenen Geldes in seinen Wahlkampf gesteckt. Da passiert deutlich mehr als bei uns. Muss man ja, so sagen. Ja, aber in den USA ist der Wokismus auch viel, viel mächtiger. Das ist ja das Mutterland des Wokismus. Also das ist ja an US-Universitäten entstanden, diese ganze Ideologie, und auch zuerst durchgesetzt worden. Wir sehen ja mittlerweile, wie in den USA an einzelnen Unis nach Ethnien Bewerber ausgesucht werden. Also dass man gesagt, wir wollen so und so viele Schwarze, so und so viele Asiaten. Ja, es völlig irre ist. Also sowas gibt es ja bei uns noch nicht. Noch nicht, ja. Also wir Gott sehen ja, dass das in den USA so viel weiter fortgeschritten ist, dass das natürlich auch eine stärkere Gegenreaktion provoziert. Wobei es bei uns ja natürlich auch anfängt, weil es gab doch dieses Museum, das nur für Schwarze aufgemacht hat. Es kommt auch hierher immer mehr, aber es ist halt immer so ein paar Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt oder so, verzögert, ne? Ja, das merkt man. Worauf ich aber auch hinweisen will, was da vielleicht manchmal auch nicht so sieht, wo man auch vorsichtig sein muss, ist, dass es natürlich dann auch durchaus mal populistisch verwendet werden kann, gegen den Wokismus zu sein. Da muss man natürlich gucken, wie ehrlich ist das gemeint, was für Absichten sind denn dahinter politisch gesehen. Das ist jetzt ein Libertärer und bla bla bla, so Sachen gibt es natürlich auch. Also nur weil jemand gegen den Wokismus spricht, heißt es jetzt nicht automatisch, dass das hier der Retter ist, das will ich damit nur sagen. Weil du zum Beispiel jetzt so ein großer Fan auch von dem Neuen da bist. Wie heißt der nochmal? Der Inder, glaube ich, war das, ne? Ja, bei dem bin ich mir zum Beispiel nicht ganz sicher, aber weiß man halt nicht. Muss man und doch, also ich habe von dem sehr, sehr, sehr viel gesehen. Zum Beispiel jetzt in Colorado, wo ja jetzt ein Trump disqualifiziert wurde, hat sich Vivek selbst auch zurückgenommen und hat die anderen aufgefordert, dass sie ebenfalls zurücktreten in Colorado zur Vorwahl, also den Pre-Terms. Alles, was ich von dem gesehen habe, und ich habe schon einiges gesehen, eigentlich nichts, wo gab es nichts eigentlich, woran ich zweifeln konnte. Dass der wirklich überzeugt auch gegen die Wokeness vorgeht. Der haut auch einige gute Dinge raus. Er hatte zum Beispiel, was man vielleicht auch mal anschauen kann, der hat mal einen... Ja, einen so tief wie dann gehen. Nee, das ist wirklich eine Empfehlung. Da haben die dann mal zusammen, ich glaube, das würde auch hier Agitator der sozialen Marktwirtschaft interessieren, da haben die zusammen über, also Elon Musk und Vivek, über BlackRock und State Street und sowas geredet. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Okay, Leute, die sich das trauen, die kann ich schon ein bisschen ernster nehmen, ja? Ist nämlich ein wichtiges Thema. Ich glaube, da würdest du uns zustimmen, Agitator. BlackRock und diese ganzen Thematiken, dass sie schon großen Einfluss haben. Definitiv, definitiv. Zu großen. Macht's gut. Deswegen wäre auch eine hohe Besteuerung von sehr hohen Vermögen etwas, was man anstreben sollte. Das zumindest auf nationaler Ebene hier in Deutschland in den Griff zu bekommen. Da habe ich Star ja tatsächlich schon öfters, wir hatten ja die Diskussion durchaus öfters. Ich bin ja schon dagegen, Leuten ihr Geld wegzunehmen, dass sie sich irgendwie, wie auch immer, solange es legal war, erarbeitet haben. Aber die Frage habe ich dann Star immer wieder gestellt. Ja gut, aber wir haben ja das Problem mit so diesen Geldgebern, NGOs und so. Was ist da die Lösung? Und da hatten wir dann tatsächlich keine richtige Antwort, wie man da wirklich gegen vorgehen kann, ne? Wenn die Leute mit dem Geld durchdrehen, politisch gesehen. Ja, BlackRock ist eben ein Problem, was man dagegen machen kann. Gibt es ein paar Probleme halt. Einerseits, sie haben halt ein komplettes Monopol. Ich meine, BlackRock, State Street, Vanguard, die gehören sich ja eigentlich gegenseitig. Sind ja gegenseitige, die größten Aktionäre. Es ist ja mehr oder weniger eine Firma. Es ist halt das. Gibt es keinen freien Markt, keine Konkurrenz, also können die am Ende ja machen, was sie wollen und haben halt dadurch extreme Macht durch ihr Monopol. Dazu kommt auch noch, dass sie eben nicht das tun, was sie eigentlich müssten, nämlich das Geld ihrer Aktionäre so sehr wie möglich zu vermehren. Das machen sie ja nicht. Sie nehmen konkret in Kauf, dass die Firmen, die bei BlackRock zum Beispiel Geld investieren, nehmen konkret in Kauf, dass sie weniger Geld verdienen, um halt einen besseren ESG-Score zu haben. Das ist halt
widerspricht halt jedem Prinzip der Marktwirtschaft, dieses gesamte Konzept um BlackRock. Und da muss man eben tun, gucken. Kein Konzept der Marktwirtschaft. Naja, die Aufgabe der Firmen ist es, das Geld der Aktionäre so stark wie möglich zu vermehren. Das ist selbstverständlich im Markt die Aufgabe. Nee, die Aufgabe von BlackRock ist es, möglichst viel Profit zu machen. Und wenn man sich halt mit den Wokisten gutstellen kann, wenn man diese Agenda voranpushen kann und dann von der Regierung entsprechend auch Wohlwollen hat und die Finanzmarktregulierungen auch entsprechend lasch bleiben, dann macht man das. Also das Ziel von BlackRock ist es nicht, das Beste für seine Kunden zu tun, sondern das Beste für sich selbst zu tun. Naja, das Wichtigste ist, dass man für die in einer Aktien, als eine Aktiengesellschaft selbst, das Wichtigste für die Aktionäre, dass die da am meisten Geld haben. Das ist natürlich der Grundgedanke einer Aktiengesellschaft. Dazu ist es halt noch ein totales Monopol dadurch, dass man, dass die Firmen sich gegenseitig gehören. Das untergräbt den Grundgedanken eines Marktes, eines freien Marktes. Ja, und der ist sowieso eine Illusion. Deswegen hast du ja Kartellämter, die sowas eigentlich verhindern sollen. Also der Kapitalismus neigt immer zur Monopolisierung und bei solchen Superstrukturen wie BlackRock, da sieht man das halt besonders deutlich. Naja, viele Monopole entstehen halt auch dadurch, dass es staatliche Blockaden gibt, staatliche Regulierungen, die das den Zugang für manche verschweren, für manche erleichtern, weil sie halt zum Beispiel darunter profitieren zum Beispiel. Ja, wir haben ja eine extreme Lockerung der Regulierung gesehen und davon haben vor allem die großen Unternehmen profitiert. Also solche wie BlackRock. BlackRock hat ja, glaube ich, irgendwann Anfang der 10er, irgendwann nach der Wirtschaftskrise 2008 angefangen, überall alles aufzukaufen oder sich einzukaufen eher, ne? Das fing doch irgendwie nach der Wirtschaftskrise, glaube ich, an. Wir sind übrigens schon wieder bei Wirtschaft gelandet. Ja. Ja, aber auch bei Wokeness, ne? Welche Rolle spielt denn BlackRock zum Beispiel in Bezug auf die Wokeness, wenn man sich hier den, wie hieß es nochmal, ES irgendwas Score? ESG. Score. ESG, also. Genau. Der Score. Kennst du dich da aus, Agitator? Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Ja. Das sind, eigentlich sollte man damit Umwelt- und Sozialstandards sichern, aber das wird vielfach auch, ja, unter Sozialstandards wird halt vielfach dann auch das Vorantreiben dieser Woken Agenda gefasst, das heißt, Unternehmen, die sich besonders woke geben, die schneiden bei diesen ESG-Scores dann häufig gut ab. Und es gibt auch keine allgemeine Definition. Also man kann nicht es gibt keine staatliche Regelung, das zählt unter ESG und das nicht. Also das wird sehr viel von privaten Unternehmen wie beispielsweise BlackRock bestimmt. Und da gibt es so eine Organisation wie die Human Rights Campaign, die das ganz aggressiv pushen und die wirklich, also ihr hört es am Namen wahrscheinlich erstmal nicht, Human Rights Campaign, das ist also Menschenrechtskampagne, das klingt ja erstmal so, als würde sich für so Menschenrechte Tarnungen. Ja. Ja. Wie ja, Demokratie leben und sowas, alle wissen, dass ja, es ja, um Wokeness genau. geht, das ist alles klar. Und die kümmern sich daran, dann darum, dass diese ganze Woke-Agenda beispielsweise in diese ESG-Scores reinfließt. Und Unternehmen wie BlackRock, die spielen da natürlich mit. Aber was hat denn BlackRock davon, so ein ESG-Score zu implementieren, weil du ja meintest, die wollen Geld verdienen und deswegen machen die auch einen auf Woke. Glaubst du nicht, dass sie eher selber ein Hauptfaktor in der ganzen Wokeness sind? Oder eher ein Profiteur nur? Die sind ein Profiteur. Also bei so großen Superstrukturen, da ist es ja völlig naiv anzunehmen, dass da Staat und Unternehmen getrennt handeln. Wenn ein Unternehmen so große Macht hat, dann muss es sich natürlich immer mit der Politik gutstellen, um noch mehr Macht akkumulieren zu können. Und da gibt es da natürlich Wechselwirkungen. Also da kann man ja eher jetzt nicht sagen, BlackRock, das ist ein unpolitisches Unternehmen. BlackRock versucht da natürlich entsprechend dem herrschenden Zeitgeist zu handeln, damit, wie gesagt, die Politik beispielsweise für günstige Finanzmarktregulierungen sorgt. Mhm. Und BlackRock, also du hast gerade gesagt, BlackRock muss im Sinne seiner eigenen Aktionäre handeln. Und ja, im Sinne seiner eigenen Aktionäre. Nicht im Sinne deren Aktien sie verwalten. Das meinte ich ja, im Sinne der eigenen Aktionäre, nicht unbedingt im Sinne der Kunden. Es ist nicht immer gleichbedeutend. Die Firmen, die bei BlackRock ihre Vermögen allerdings verwalten, müssten wiederum das Beste für ihre Aktionäre tun. Das habe ich ja extra nochmal gesagt. Ja. Aber ich habe euch unterbrochen. Ich glaube, ihr wolltet weiterreden. Dann wäre noch meine nächste Frage. Also du glaubst zum Beispiel nicht, dass BlackRock
quasi der Implementeur der Wokeness oder sowas ist, sondern die Politik. Nein, nein, das... Ja? Politik ist auch, also da es in den USA so eng verflochten ist. Also wenn du arbeitest in der Wirtschaft, du bist ein Bankmanager und dann wirst du Finanzminister. Also das, da gibt's, das ist ein extrem kurzer Weg. Aber das wird sich natürlich in so solche strategischen Überlegungen, die werden sich natürlich erstmal in der Regierung gemacht, die werden sich aber auch in Thinktanks gemacht, die eng mit der Regierung und hohen Unternehmen verflochten sind. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist so eins zu trennen, aber ja. Ja, ja, auch in Universitäten, aber solche strategischen Überlegungen, wie wir pushen jetzt diese Wokeness auf Jahrzehnte, wir treiben das auch diese Identitätspolitik, wir treiben das vor allem voran, um beispielsweise die Europäische Linke zu spalten. Also, dass man die Europäische Linke jahrzehntelang auf andere Themen gelenkt hat, weg vom Ökonomischen hin, zuerst Umweltschutz, dann Feminismus, dann irgendwelche anderen Kulturkampfthemen, das ist strategisch überlegt worden. Das wurde schon in den 50er Jahren aus den USA mit dem Kongress für kulturelle Freiheit gefördert. Also, das ist so eine CIA-Tarnorganisation.